Yo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video und heute zocken wir mal ein vollkommen neues Spiel und das ist das Spiel Crossout. Ja, das Spiel ist noch in der Closed-Beta-Phase. Ich habe mit den Entwicklern halt, ich habe die Entwickler mal angeschrieben und die haben mir halt so einen Key zugesendet. Und deswegen kann ich das Spiel auch schon spielen, denn wir locken uns auch direkt mal ein. Ja, da muss ich noch ganz was dazu sagen. Und zwar können das auch Leute spielen, die jetzt halt keine YouTuber oder sowas ähnliches sind. Das wollte ich jetzt auch noch mal ganz kurz direkt am Anfang zeigen. Übrigens, mein Bruder ist auch dabei. Jo, ich bin auch dabei. Und ja, das ist News. Jetzt. Wir gehen jetzt ganz kurz mal direkt ins Store und zeigen das einfach mal. Genau. Und zwar, achso, übrigens noch zur Info, das ist keine Produktplatzierung oder so. Nicht, dass irgendwelche Leute wieder ankommen mit. Ja, und zwar kann man sich das Spiel jetzt hier für 20 Euro kaufen. Das ist das Starterpaket? Das Starterpaket, ja, genau. dann gibt es nochmal das Spiel für 30, da hast du halt noch Sondersachen dabei, wie hier so ein besonderes Auto. Oder ihr kauft euch das für 50, aber dann habt ihr einen Panzer, dann habt ihr noch 3.500 Coins, ach ja, hier habt ihr 2.000. Ja genau, das sind Coins immer dabei, bestimmte Lackierungen, besondere Autos mit speziellen Waffen, alles mögliche halt. Also müsst ihr dann gucken, was ihr davon wollt. Oder ihr wartet einfach, bis das rauskommt, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja, das ist ein Free-to-Play-Spiel, das ist halt noch ein Closed Beta. Geht dann irgendwann in die offene Beta, wann weiß man natürlich nicht. Aber, ja. Und ihr könnt auf die Seite gehen, da könnt ihr euch für die Closed Beta anmelden. Und wenn ihr Glück habt, werdet ihr das sogar gezogen und dann bekommt ihr auch einen Code. Also so geht's auch. Dann ist es voll kostenlos natürlich, aber es dauert halt ein bisschen. Ja, und mein Bruder wird vielleicht in den nächsten Videos auch mal mitspielen, je nachdem, um den Entwicklern noch einen zweiten Code zu senden. Genau. Müsst ihr mal schauen. Und wenn ihr das Spiel feiert, dann zeigt den Entwicklern das. Lasst eine positive Wertung da. Und ja, die werden sich bestimmt auch freuen, wenn das bei euch so gut ankommt. Also jeder, der das Spiel gut findet, das feiert. Positive Wertung. Ja, soll ich hier ein bisschen mal erklären, oder? Ja, ich würde sagen, wir erklären das mal ein bisschen, ne, wie das also, funktioniert. Ihr habt hier am Anfang, habt jetzt am Anfang dieses Auto hier. Das ist ein Starterauto, das hat jeder. Ihr könnt euch aber selber halt das Auto mal umgestalten, Waffen dran bauen und ja, ihr könnt halt vollkommen verrückte Fahrzeuge machen. Die habt ihr auch hier im Store gesehen. Hier gibt es solche Panzer und alles mögliche. Alle möglichen verschiedenen Fahrzeuge. Ja, Teile für das Auto, um das Auto halt ein bisschen umzubauen, bekommt ihr mal nach Schlachten und sowas oder halt in. Hier glaube ich auch, oder? Nee, das ist auf dem Market. Achso, ja, da, ja genau. Da könnt ihr Sachen kaufen. Da könnt ihr alles kaufen, was es da halt so gibt. Ja, da könnt ihr auch Sachen kaufen. Hier, das kostet natürlich so Coins und so. Also, ja. Und ihr könnt auch Sachen verkaufen und dadurch halt Coins bekommen. Das heißt, ihr müsst diese Coins, die eigentlich echt Geld kosten, nicht kaufen, sondern könnt ihr auch verdienen. Ja, also könnt ihr euch halt einfach selber ein geiles Auto zusammenbauen. Kreativität ausleben lassen. Oder es gibt, glaube ich, sogar Autos, die von den Machern hier vorgegeben. Die kann man auch auswählen, oder? Ja, es gibt halt in den Paketen, da bekommt man halt direkt Autos mit, die dann halt so vorgegeben sind. Die kann man natürlich auch komplett umbauen. Du kannst ja auch mal kurz in den Bildmodus gehen, was abbauen, wieder dran bauen, um nur kurz zu zeigen. Warum ist da oben?
So, da gehst du einfach, was weiß ich, auf ein Rad drauf, baust es ab, kannst du alles Mögliche, siehst ja schon, was da so aufploppt, wegmachen. Du weißt jetzt, wie es geht, ne? Tab-Taste. Ah ja, stimmt. Und dann wieder das Rad nehmen, natürlich das ST-Rad. ST heißt, dass das steuert. Wo haben wir das denn? Hier. Genau, das. Ja, Leute, ich bin noch, mein Bruder ist noch, sogar noch erfahren. So, ach, jetzt müsstest du es drehen. Das geht mit WASD. Das habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, mit A würde ich es testen. Vielleicht dreht sich's dann. Nee, das ist die Bewegung. Dann QER. Okay, die sind doch voll die Noobs. Das ist das Problem bei diesem Spiel. Wir hätten das Rad nicht abbauen sollen. Nee, wir hätten es vielleicht nicht abbauen sollen. Oh, warte, jetzt hast du es hingestellt. Nimm es wieder, nimm es wieder. Nein, jetzt ist weg. Du musst wieder noch neu aus dem Shop, aus dem Lager holen. Okay, klappt ja schon mal gut. Das war das hier, Small Wheel ST, das da. Okay, wir bauen das Rad jetzt kurz wieder dran. So, jetzt QER. Teste mal QER, was da passiert. E passiert gar nichts. Passiert nichts. Q? Gibt es da noch... Q. Ja, wow. Und R? R. Okay, Leute. Ich würde sagen, ihr bekommt jetzt hier mal einen Cut. Wir machen das Rad kurz wieder dran. Ja, wir machen das Rad kurz wieder dran. Bis gleich. Komm, das passt. Wir sagen einfach, wir reparieren das morgen. Wir reparieren das morgen. Wir sagen, ja, du machst dazwischen rein, 3 Stunden später. Ja, dieses Tutorial. Ja, das ist notwendig, wir reparieren, wir machen das morgen wieder heil. 2000 Jahre später. So, wir haben jetzt hier das Auto wieder halbwegs repariert. Ich kam mit den Tasten noch nicht so ganz klar. Hab das halbe Auto gerade schon zerlegt gehabt. Das hat jetzt 10 Minuten gekostet, das alles wieder dran zu bauen. Weil ich mit der Tastenkombination immer vertan hatte. Naja, auf jeden Fall, ist egal. Wir reparieren das Auto morgen wieder richtig. Morgen wird das repariert. Das Räder verschieden weit draußen und irgendwie alles nicht so richtig, aber das wird morgen hoffentlich alles wieder richtig sein. So, das wird morgen wieder, also Auto umbauen muss man schon, ist mal lernen. Wir gehen aber raus. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir machen eine Schlacht, würde ich sagen. Wir machen jetzt mal ein Battle, das wollt ihr bestimmt auch noch jetzt sehen. Jetzt gibt's hier verschiedene Sachen. Hier kannst du das gewinnen, das andere hast du noch nicht freigeschaltet. Da musst du Level irgendwas sein. Da kann man das hier gewinnen. Da kannst du hier unsere Sachen, die gewinnen da. Ich würde sagen, wir gehen ins Battle. Bis Level 7 sind es keine Online-Spieler, oder? Ich glaube, bis Level 7, ich weiß nicht genau. Kann sein, dass natürlich jetzt auch schon Online-Spieler drunter sind, aber ich meine, es ist bis Level 7 gemacht, weil dann, weiß ich nicht warum. Aber ich meine, es ist bis Level 7 sind nur Bots. So. Und die sind kacke. Oh, da war gerade ein kleiner Bug. Okay, das ist in der Close Beta also. Jo, jetzt hat die Grafik auch geladen. Ich dachte gerade irgendwie, du hättest die Grafik ganz unten. Wir sehen, die Räder sind ein bisschen, das sieht nicht ganz so gut aus, aber, da sehen wir schon ein anderes Auto. Das Auto fährt auf jeden Fall. So, hier geht's darum, Stützpunkte einzunehmen, oder? Nicht nur das. Wenn alle anderen natürlich tot sind, hast du auch gewonnen. Ach so, ja. Es geht genau, einfach nur darum, einfach rumballern. Ja, ich wollte was sagen. Und zwar, wenn man tot ist, ist man raus. Jo. Das ist ganz klar. Ja. Es gibt auch natürlich den Spielmodus, wo ein Stützpunkt da ist und den müssen die alle versuchen einzunehmen. Es gibt da verschiedene Modis. Es gibt auch verschiedene Welten, aber ich glaube noch nicht so viele verschiedene Dinger. Aber das ist halt Open Beta. Da ist der Stützpunkt vom Gegner, oder? Können wir runter? Achtung! Haben wir überlebt? Ja, du hast dich nicht umgeschmissen. Weil wenn man sich umschmeißt, können andere helfen, dich wieder aufzustellen, sonst siehst du nicht darum. Aber Bots helfen noch nicht, oder doch? Ich weiß nicht, ob hier überall Bots sind, aber... Keine Ahnung, wir nehmen gerade den Schutzpunkt. Wir nehmen den Schutzpunkt an, sehr gut. Da, wenn auf Null ist, dann hat sich die Sache erledigt, dann haben wir gewonnen. Wir sehen noch da oben übrigens hier links und rechts die ganzen Kills und so, ja. Ja, das ist immer... Null steht da immer, und wenn er eine 1 steht, hat also einer einen umgebracht, wenn er 2... Dann unser Auto sieht einfach nur geil aus. Getötet, wie auch immer, wie man es ausdrücken will, zerstört. Und wenn da unten die Schuss ist, müssen wir nachladen, oder? Die Schuss da unten sind nicht zu Ende, sondern das ist die Lebensanzeige. Ach so, Fail. Jo. So, ja, hier passiert anscheinend gar nichts mehr. Dann ist das Match jetzt auch gleich schon beendet. Es sind halt Bots. Aber ist gut, du hast einen Stützpunkt eingenommen. Das ist doch schon mal ein Erfolg. Ja. Mal gucken, was du bekommst. Ach, es lebt doch nur noch einer von denen. Ah, jetzt sind die tot. Guck. Ach, das war schon ein Victory. Du hast einen Sticker bekommen, wie ich gerade gesehen habe, da am Rand. Ja. Und du hast nur einen Sticker bekommen und keine XP. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ja, sollen wir direkt nächste Battle machen? Ja, warte einfach ab. Geht's direkt ins nächste Schlafzimmer. Ja, geht direkt gleich ins nächste Battle. Ja, Meinung zu dem Spiel auch gerne in die Kommentare übrigens. Ja. Ach so, Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung, wenn ihr euch das Spiel kaufen wollt. Jetzt kann man natürlich gleich noch kurz, wenn das denn dann wieder anfängt, hier kurz die Dinger hier erklären, hier die Zahlen an den Spielern. Das sind die Scores, die ein Auto hat. Und je mehr Scores man hat, desto besser ist natürlich die Auto. Das heißt, je mehr Kanonen man drauf baut, desto höher wird der Score. Je besser das Geschütz ist, desto höher wird der Score. Also ist eigentlich ganz logisch. Das heißt, wirst wahrscheinlich auch nie als 700er gegen 4000er spielen, weil das wird zum Beispiel overpowered dann. Aber, das ist die neue Map. Die ist heute rausgekommen. Genau, das ist die neue Map. Okay. Dieser Schiffhafen, der ist heute rausgekommen. Mein Bruder kennt sich sogar ein bisschen besser. Ja, ich kenne mich da ein bisschen besser aus. Ich habe ein paar Videos geguckt und so, aber... Ja, ich auch schon, aber halt... So richtig Profi bin ich noch nicht. Das ist ein Bot. Das sieht man schon im Auto. So hässlich, das sind Bots. Guck, da kommt noch das Gleiche. Kann ich den an bestimmten Stellen treffen, wo der mehr kassiert? Du kannst zum Beispiel Kanonen abschießen. Ich sollte mal ein bisschen schneller wegfahren. Also ich sollte erstmal wegfahren, meine ich. Du kannst auch ein bisschen. Aber du kannst auch Kanonen abschießen. Du hast zum Beispiel vorne kein Rad mehr, wie ich gerade sehe. Oh. An der einen Seite, an beiden Seiten, du kannst das nicht mehr lenken, das ist ein bisschen blöde. Komm. Ja, ein paar Treffer gehen da auf jeden Fall. Da gehen ein paar Treffer.
Wir sollten auch gucken, dass wir bis zum nächsten Mal. Ich werd, jetzt oh, mein Auto brennt. Tot, Kill Assist. Kann ich wieder abkühlen? Nee, oder? Also ins Wasser fahren bringt da, glaube ich, nichts. Und. Vier Leben. Nee, bringt nichts mehr. Du hast vier Leben, das ist doch gut. Süß. Und die machen nichts mehr. Und du kannst wieder ein bisschen rumballern. Oh, Kill Assist, sehr schön. Lol. Kill Assist halt einfach, du hast mitgeholfen. Ja, ich weiß. Kennen wir ja von Pixelgram, stimmt's, Leute? Ja, also es wäre schlau gewesen, hätte man vielleicht hinten. Ja, aber gut, es ist Steuerungsrad noch dran gebaut, dann. Es ist ja noch alles gut. Kill Assist, sehr schön, du hast auch wieder einen Sticker bekommen. Vier Leben, Leute, vier Leben. Achso, die Sticker, die sind einfach nur Erfolge sozusagen. Die sind in dem. Lol. Was? Nice. Leute, vier Leben, also das ist doch easy. Und 200 XP. Und du bist Alter, auch wieder fast ein Viertel von dem. Ach, und du hast ein Fass. Du hast ein Fass. Direkt in die nächste Schlacht oder nicht? Du hast geh in die nächste Schlacht. Du hast ein Fass gewonnen. Nice. Ein Fass ist das Beste, Alter. Das Spiel wird voraussichtlich immer dienstags kommen. Oder wenn ich öfter Lust habe, dann kommt das natürlich auch öfter. Klar. Und wahrscheinlich dann auch. Aber kommt natürlich auch auf wenn euch Entwickler an, wie mir oft das kommt. Wenn die Entwickler mir noch einen Code geben, wird mein Bruder wahrscheinlich auch mitspielen öfter. Ja. Jo. Also liked schon das Video, wie ja, gesagt. Ja, ich kann mal erklären, das Fass ist genau das, was ich meine, was ich dir auch erklärt hatte mit dem Fuel. Damit verdient man Benzin in Schlachten. Wenn du das anbaust, verdienst du Benzin in Schlachten und die kann man auf dem Markt verkaufen. Die bringen richtig Kohle. Problem ist, wenn das Fass getroffen wird und explodiert, geht dann eigentlich dein ganzes Auto komplett mit in die Luft. Weil das okay. So eine riesige Wucht macht. Das heißt, das Fass sollte man auch gut schützen. Nein, ich bin einen kleinen Berg runtergefahren. Oh, da kommt er sogar wieder hoch. Komm wieder hoch, ja. Das ist doch gut. Ja, jetzt vielleicht nicht über die Kante. Ja, ich krieg's schon hin. Aber schaffst du schon. Dein Auto sieht auch missgebotmäßig aus, aber das werden wir noch bis zur nächsten Folge retten. Ich kann auch meine Leben erhöhen, oder? Klar, wenn du es besser schützt, hast du auch mehr Leben. Und du hast aber auch nur eine Kanone oben drauf und ich glaube, das ist ein bisschen wenig. Also du musst auf jeden Fall gucken, wir werden bis nächstes Mal vielleicht auch mehrere Kanönchen oben anbringen. Hier passiert nicht besonders viel, dann fahren wir einfach mal hier runter. Ja, doch ganz... Nee, jetzt nicht. Jetzt muss dir einer helfen. Und der hilft dir bestimmt nicht, das Gegner. Scheiße. Dann müssen wir das wieder... Können wir schießen? Du kannst schießen, das ist gar kein Problem. Ja, dann machen wir das wie letztes Mal. Ah, du hast einen Carjack. Das heißt, drück R, dann springst du. Oder? Nee, doch, du hast einen Carjack. Das Ding hinten drin ist ein Carjack. Spring, fahr weiter. Ah, nice, jetzt habe ich das nicht mehr, aber es lohnt sich ja mega. Doch, du hast den immer noch. Das ist dieses Ding, das rote Ding hinten drin. Ja, aber wir haben da irgendwas verloren. Ach, das ist die Klappe hinten. Das schießt ja nicht, ja. Aber dieser Carjack hinten, der flippt dich wieder, wenn du tot bist. Ich finde das richtig krass, dass so ein Spiel bald halt irgendwann als Free-to-Play-Spiel rauskommt. Ja, das ist echt. Ja, aber. Ein geiles Spiel. Achso, die Macher haben auch War Thunder gemacht. Das sollte manchen Leuten auch was sagen. Das ist auch ein Spiel, was sich sehr gut, ich würde schon sagen verkauft, aber ist ja kostenlos. Also, was sehr gute Downloadzahlen hat und auch in Konkurrenz steht mit World of Warships, World of Tanks und World of Warplanes. Also, das ist auch, sind auch schon gut. Willst du zur Garage? Ach, hast nee. Kanone gewonnen. Ja, nee, ja. Dann no. Ja, mach mal jetzt. Ja, dann mach. Ist egal. Aber das Gute war. Ich muss mir keinen Account mehr erstellen, weil ich davor schon das andere Spiel von den Entwicklern gespielt habe. Es war sehr jetzt praktisch. Jetzt kannst du mal gucken in seinen Storage. Da hast du nämlich die Sachen drin, die du jetzt alle hast. Können wir mal kurz zeigen. Du hast zum Beispiel jetzt dieses Fass gewonnen. Das ist sehr geil. Was, wenn ich jetzt ausstatte, hast du, glaube ich, vorhin schon. Was bringt das? Ja, das bringt, dass du, wie heißt das, dass du diese Fuels, diese grünen da oben gewinnst. Und die kannst du auch im Market verkaufen. Und die bringen gut Geld. Und was sind da, also wofür sind die da? So? Da kannst du mal kurz auf... Battle musst du gehen. Du musst wieder hier raus. Auf Battle gehen. Zack. Und dann auf Weights. Und hier, da siehst du, kostet 10 von diesen Fuel-Dingern und du verdienst Kupfer und diese Tickets. Und die sind sehr, sehr wertvoll. Kann man auch auf dem Markt kaufen. Die sind auch sehr, sehr teuer. Weil die braucht man zum Craften, um sich Sachen zu craften. Du kannst mal in die Fraktionen gehen, die nochmal kurz zeigen. Ja. Hier gibt es nämlich verschiedene hier oben. Und da kann man sich dann Sachen craften. Du kannst ja mal auch hier drauf gehen auf das erste. Hier? Ja, und hier kannst du dir alle möglichen Sachen craften. Hier steht auch immer dann, was du brauchst, wie lange das dauert, bis es fertig ist. Alles Mögliche kann man sich da craften. Was man sich craftet, kann man sich natürlich auch verkaufen. Und bringt natürlich ein bisschen Kohle. Da kann ich dir noch unten die Kiste hier empfehlen. Ja. Da ist irgendwas drin. Das ist so eine Art Lotterie. Ah, das ist mir schon mal gesagt. Genau. Ja, wir wollen jetzt auch nicht hier zu viel noch reden, denn Wir sind schon am Ende des Videos. Hat richtig Laune gemacht. Wenn ihr irgendjemand von den Entwicklern zuschaut, würde mich freuen, wenn wir noch einen Code für meinen Bruder bekommen. Dann zockt er nämlich nächstes Mal mit, je nachdem. Ja. Lasst gerne positive Bewertung da, wenn ihr das Spiel feiert. Und ja, wie gesagt, das war's mit dem Video. Daumen nach oben, mach's gut, Servus und ciao. Ciao.